Herzlich willkommen wieder zurück bei der neuen Folge von Star Wars Squadrons. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe, ich hoffe es mal, wenn auch nicht, dann ist es halt nicht so. Aber herzlich willkommen erstmal bei Christian Angel 3000 bei Folge Nummer 3 von Star Wars, das neue Spiel auf der PlayStation 4. Und wir spielen heute die Story weiter und ich bin mal echt gespannt, wie das ablaufen tut, ob wir dann nur das Imperium spielen können oder doch alles gemischt. Um das herauszufinden, würde ich sagen, starten wir einfach direkt durch. Let's go, Story fortsetzen. So. Ja, in der ersten Folge hatten wir erstmal haufenweise Probleme, was das angeht, wegen Steuerung. Da habe ich jetzt eigentlich jetzt schon einen guten Weg gefunden. Alles andere, ja, war eigentlich ganz gut. Am Temperance. Hört ihr uns jetzt? Da war was mit der Langstreckenkommunikation. Ihr seid jetzt schon die dritte Patrouille mit Com-Blackouts. Kommt zurück, Gunny. Der Kommandant erwartet einen Bericht. Lausige Coms! Gehen uns stundenlang auf die Nerven. Jetzt kommen wir zu spät zum neuen Boss. Lust auf ein Rennen nach Hause, Frisk? Vielleicht schaffen wir es ja noch, bevor die Rede zu Ende ist. Ich flieg nicht gegen dich. Ich habe meine Lektion schon nach den ersten 12 Mal gelernt. Sei ruhig, die Rede geht jetzt los. Ich bin kein Freund langer Reden. Also nur ganz kurz. Es ist mir eine Ehre, die Temperance und diese Flotte zu übernehmen. Ruf und Rechtschaffenheit der Vanguard-Staffel sind unübertroffen. Darum sind wir ab sofort einer Initiative mit dem Codenamen Projekt Starhawk zugeteilt. Starhawk? Dann waren die Gerüchte über ein Geheimprojekt also wahr. Was denkst du, ist es? Eine Art Waffe? Der Schlüssel zum Sieg. Wenn's den Krieg beendet, völlig egal. Mich kümmert's. Ich mag es zu wissen, für wen ich arbeite. Die guten Frisk, weißt du noch? Die einzigen in der Galaxis, die kein Kopfgeld auf dich ausgesetzt haben? Ah, Grace. Der Tag ist noch jung. Kommt schon. Zurück zur Temperance. Wir können den neuen Boss kennenlernen und alle anderen auch, die er so mitgebracht hat. Lustig ist es, erst war es ein Verräter. Also einer vom Imperium ist also plötzlich da und plötzlich ist er für alle Freunde. Das ist ein bisschen sehr verwirrend irgendwie. Ich wäre skeptisch. Ah, da bist du ja. Ardo hat mir bereits von dir berichtet. Ich bin Serelda Sage, Chefmechanikerin. Das Schiff hier, die Temperance, ist mein ganzer Stolz. Du willst dich bestimmt sofort in die Action stürzen. Wo wir schon dabei sind, da ist der Rest deiner Staffel. Hey, Gunny, ich habe hier deinen neuen Piloten. Geht schon mal vor, wir sehen uns drin. Willkommen in der Vanguard-Staffel. Ich bin Kyra Kuva, aber du kannst mich Gunny nennen. Freut mich, dich im Team zu haben. Wir reden nach der Besprechung, okay? Egal, okay, also. Du bist einer der besten Staffeln der neuen Republik bei. Ich hoffe, du wirst unseren Ansprüchen gerecht. Du solltest ihnen in den Besprechungsraum folgen. Ich glaube, unser neuer Commander wartet dort auf dich. Okay. Betritt den Besprechungsraum. Alles klar. Da. Ah, da bist du ja. Sehr gut. Ardo, unser neuer Vanguard 5. Der Pilot, der dir bei Foster Haven den Allerwertesten gerettet hat? Ardo Baradei, Flottenspionage, sehr erfreut. Du wurdest zur Belohnung nach Chandrilla versetzt. Eine Ehre. Sehr sicher. Aber gute Piloten müssen eben fliegen. Ich brauche Vertraute. Und du brauchst doch die Action, oder? Und an der mangelt es hier in keinster Weise. Gut. Einsatzbesprechung. Willkommen zurück an der Front, Vanguard 5. Ich vertraue dir nicht. Überhaupt nicht. Und hier gleich richtig. Ja, ich will mich mal umgucken. Darf ich mal? Dankeschön. Ja, okay. Interessant. Alles klar. Sicherlich hast du bereits bemerkt, dass das Imperium unsere Kommunikation im gesamten Sektor blockiert.
Ich fürchte, dass dies der Vorbereitung einer Invasion dient. Vanguard-Staffel, ihr sollt euch aufteilen, um dieses Problem anzugehen. Frisk und Grace, bringt unsere neue Pilotin an die Grenze des Brenntalsystems. Die dortigen Späher haben sich zu lange nicht gemeldet. Findet heraus, was ihnen zugestoßen ist. Trefft dann die Staffel nahe dem Planeten Kervas. Gunny und Keo, dorthin werdet ihr euch begeben. Wäre ich noch ein Imperialer, dann würde ich dort Störschiffe stationieren. So wie ich das Imperium kenne, unterbrechen sie mit den Störschiffen unsere Langstreckenkommunikation. Sie haben bestimmt eine TIE-Staffel im Schlepptau. Vernichtet alle imperialen Staffeln und Störer. Die Kommunikation muss wieder funktionieren, sonst ist Projekt Starhawk in Gefahr. Sammelt euch und kehrt zurück zur Temperance, sobald eure Mission abgeschlossen ist. Legt euch ins Zeug, Vanguard-Staffel. Mhm. Hast du Zeit? Hallo, Graysalia Vatara Sina. Du kannst mich einfach Grace nennen, wenn du möchtest. Sehr erfreut. Hallo? Ich bin so lange bei der Vanguard-Staffel, dass Gunny mich zur Stellvertreterin gemacht hat. Und sie vertraut echt nicht jedem. Insbesondere nicht Leuten aus imperialen Familien. Tja, jeder erfährt früher oder später davon. Ja, meine liebe Familie baut leider TIE-Jäger für das Imperium. Und es bereitet mir unheimlich viel Vergnügen, ihre Jäger zu zerstören. Ich hoffe, dir geht es genauso. Wir sehen uns. Das ist deine Familie mit dem Imperium. Auch eine Verräterin, Heiland, zack. Bestehen Rebellen nur aus Verräter? So, ich hoffe, dass du eine bessere Geschichte hast. Oh, hi. Ich bin Keo Venzi. Willkommen in der Vanguard-Staffel. Wir werden gemeinsam großartige Dinge erreichen, glaub mir. Vanguard ist ein tolles Team. Ich bin früher mal Rennen gefahren, aber jetzt kämpfe ich gegen das Imperium. Das ist mein Aufstieg, was? In der Vanguard-Staffel helfen wir uns gegenseitig. Du fühlst dich bestimmt bald wie zu Hause. Ganz egal, was es mit diesem Projekt Starhawk auf sich hat. Ich bin mir sicher, dass uns die Commander davon erzählen, sobald die Zeit reif ist. Aber erst müssen wir die Späher finden. Dem Schlachtplan zufolge fliegen wir diese Mission nicht gemeinsam, aber früher oder später fliegen wir zusammen. Wir sehen uns draußen. Alles klar, okay. Die kann ich gut leiten, definitiv. So, was können wir denn noch so machen? Oder war es das im Endeffekt schon? Da können wir raus. Besprechung. Sicherlich hast du bereits bemerkt. Ach so. Imperium Vanguard Staffel. Okay, alles klar. Wiederholung. Also ab zum Hangar. So. Können wir mit ihm reden? Trisk. Freut mich, dich kennenzulernen. Der Trupp nennt mich Frisk. Naja, außer Grace, die nennt mich bei meinem richtigen Namen, wenn sie wütend ist. Ich weiß, man trifft selten so gut aussehende Kerle wie mich an der Front der Rebellion. Der Neuen Republik oder wie auch immer wir uns jetzt nennen. Ich habe früher in der Warenakquise gearbeitet. Du weißt schon, nach Trophäen, Antiquitäten und ähnlichen Dingen gesucht, die Sammlerwert haben. Bis man dieses lästige Kopfgeld auf mich ausgesetzt hat. Woher hätte ich wissen sollen, dass das Gemälde eine Fälschung war? Oder dass dieser imperiale Gouverneur damit vor Admiral Thrawn angeben wollte? Aber das ist das Tolle an der Rebellion. Es gibt immer Platz für einen guten Piloten. Kopfgeld hin oder her. Sag mal, spielst du vielleicht Sabak? Ich bin noch Anfänger und möchte üben, aber niemand hier will mit mir spielen. Wärst du für ein paar Runden zu haben? Natürlich würden wir um Credits spielen. Wie soll ich mich sonst verbessern, wenn nichts auf dem Spiel steht? Wir sollten uns vorerst auf den Kommunikationsausfall konzentrieren. Okay. Alles klar, ich könnte dann noch mit der reden. Gunny, ich glaube, ich werde wahrscheinlich Abtrümmer haben, wenn ich mit Gunny rede, aber wir müssen wahrscheinlich... Sprich mit Frisk und Gunny, aber wir müssen erstmal mit Zelda. Das ist wie Zelda. Hallo. Mission? Jetzt schon? Gut. Warten liegt mir nicht. Ich habe hier einen X-Flügler für dich bereitstehen. Ein echtes Schmuckstück, wenn du... Entschuldige, der Druide wirft mir einen komischen Blick zu. Irgendwas führen diese kleinen Rostkübel doch immer im Schilde. Jedenfalls wollte ich dir sagen, dass du dich an mich wenden kannst, wenn du irgendwas für deinen Jäger brauchst, in Ordnung? Ich kümmere mich dann darum. Okay. Wir sollten deinen X-Flügler vor dem Flug einmal überprüfen. Steig ins Cockpit, wenn du bereit bist. Alles klar, mache ich.
So, da geht's im Besprechungsraum. Gibt's hier hinten noch irgendwas einzusammeln oder sonstiges einzusammeln? Ja, wenn ich hier frei rumlaufen könnte. Okay. Ab mit Gunny. Endlich können wir uns ein wenig besser kennenlernen. Wie gesagt, ich bin Gunny. Bleib wachsam und mach keinen Ärger. Dann verstehen wir uns bestens. Es gab so einen Kommunikationsausfall kurz bevor das Imperium Mimban angegriffen hat. Damals habe ich viele Freunde verloren. Aber heute kann ich mit einem Blaster umgehen. Du fliegst heute mit Frisk und Grace. Sag ihnen ruhig mal Hallo. Der beste Rat, den ich dir geben kann, ist, bei deiner Staffel zu bleiben. Klingt simpel, aber manchen Hitzköpfen und Einzelkämpfern muss es trotzdem gesagt werden. Auf zu deinem Schiff. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass die Gespräche wie Audiodateien immer eine kleine Pause drin haben, wo die nächste Audiodatei abgespielt. So fühlt sich das irgendwie an. Also kein flüssiges Gespräch. Aber ich soll jetzt erstmal in meinen Sternenjäger einsteigen. Ah, der X-Flügler. Fundament der Rebellenallianz und unserer neuen Republik. Ein vielseitiges Schiff, das es mit jedem Jäger- und Großkampfschiff der imperialen Flotte aufnehmen kann. Okay. Maximum Rumpf für weniger halt. Okay, dann Ausrüstung zeigen. Primärwaffen, Laserkanone, Standardrumpf, Reparaturdruide, Standarddeflektor, Erschütterungsrakete, Standardtriebswerk, Suchsprengköpfe. Okay. Alles klar, dann würde ich sagen. Ja, dann ab geht's. So. Energieverwaltungssysteme. Check. Also gut. Ich installiere gerade deinen Astromech-Droiden. Pass gut auf ihn auf. Ruhe, du Blechdose. Wir müssen vor dem Flug noch eine Überprüfung durchführen. Radar? Läuft tadellos. Ausrüstungsdaten? Sehen gut aus. Kampfdisplay. Check. Primäre Waffensysteme. Geladen und bereit, heiß abzuschießen. Schub und Boost. Einsatzbereit. Rumpfstabilität. Könnte nicht besser sein. Alle Systeme laufen, Vanguard 5. Du bist für den Start freigegeben. Viel Glück da draußen. Ist gerade nach vorne, bitte. Okay, dann starten wir mal. Das hätten sie auch in der Ego-Perspektive machen können, wäre bestimmt cooler gewesen. Bei mir neu formieren. Da sind wir. Information. Und los geht es. Bleib in der Nähe, Vanguard 5. Mission Vanguard Staffel. Scouts finden und Störschiffe zerlegen. Und wieder zurück sein, bevor die Kantina schließt. Das hat Commander Javes bei der Besprechung vergessen. Danke, Ardo. Wir werden vorsichtig sein. Bei Cavis sammeln, sobald ihr die vermissten Piloten gefunden habt. Okay, wir sehen uns. Euch viel Glück. Hä? Ach so. Okay, unser Sprungpunkt ist da vorn. Okay. So. Hinterraumkoordinaten berechnet. Triebwerke laufen. Gehen wir es an, Vanguard-Staffel. Plötzlich gehen alle Anzeigen aus. Mhm. Davon kriegst du nie genug, oder Grace? Niemals. Gehen wir. Sensoren zeigen keine Scouts. Siehst du irgendwas, Grace? Negativ. Wir müssen hier draußen doch irgendjemanden finden.
Moment. Ich empfange ein republikanisches Signal. Temperance, wir haben sie vielleicht gefunden. Starke Interferenzen. Gani und Kyo werden sich gleich darum kümmern. Wir sollten das Signal untersuchen und uns dort sammeln. Wo? Na, ich frage hier einfach mal. Da kommt eine Nebelwand. Ich hoffe, den Scouts geht's gut. Ich auch, Grace. Ich auch. Das ist unser Ziel. Jetzt aber langsam. Verdammt. Unsere Scouts haben es nicht geschafft. Das Imperium hat sie wohl zuerst gefunden. Wenn das so ist, wo ist das Imperium? Vanguard 5, scanne die Trümmer. Alles klar. Diese Brutalität. Sogar ihren Astromech hat es erwischt. Jemand wollte wirklich nicht, dass diese Scouts heimkehren. Hey, ich empfange ein zweites Signal. Lasst uns das überprüfen. Okay. Und wo? Frisk da. Dann bin ich mal gespannt. Das gefällt mir nicht, Grace. Verstanden. Irgendwas stimmt hier nicht. Mit etwas Glück hat irgendwas den Angriff überstanden. Sei auf alles gefasst. Wieso blinkt es da hinten so komisch? Halt! Das ist kein Signal der neuen Republik. Ist vom Imperium. Oh. Das ist ein Hinterhalt. Okay. Wow. Wo ist mein Ziel? Wo ist mein Ziel? Da. Okay. Easy. Okay. Wir müssen auch diesen Gosanti-Kreuzer unschädlich machen. Wir drehen mal. Es wird gescannt. Okay. Das war's. Gut gemacht, Vanguard 5. Was haben wir denn da? Ihr Kurs führt sie zu den Koordinaten von Gani und Kyo. Wenn wir schnell sind, schneiden wir dem Imperium den Weg ab, bevor sie unsere Freunde finden. Markiere Koordinaten. Hoffentlich wissen sie nicht, dass wir kommen. Gehen wir es an. Für alle gefallenen Scouts. Du fliegst voraus, Vanguard 5. Okay. Aber muss man mal hinhören. Ich weiß nicht, ob das hört. Man hört die Triebwerte wie die her. Schon lustig. Okay, also. Wo geht's denn hin? Da. Okay, Treffpunkt erreicht. Seht, zwei imperiale Störschiffe direkt voraus. Keine Spur von Gani oder Kyo.
Zerstörer, alles klar. So, Raketen ausweichen. Du kannst eine Rakete ausweichen, indem die du mehrere scharfe Kurven in verschiedene Richtungen fliegst. Okay. So, da gibt es noch kleinere, also sollten wir einfach die kleineren hier ausschalten. Wow. So, ich würde sagen, ausgeglichen machen wir mal. Okay. So. Schon wieder, wo kommen die ganzen Raketen her? Phew, ausgewichen. Nice. Der ist auch down. Au, 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 was ist das? Ja, ich versuche gerade mein Bestes. Macht mal halblang. Ausgeglichen, reparieren. So. Okay, wir sollten mal unsere Energie mal wieder ein bisschen auffrischen. Okay, einer ist weg. Sehr schön. Uah, okay, jetzt war ein bisschen zu. Soundeffekte sind geil. Versucht die doch wirklich unser Gebiet zu übernehmen. Gani, kannst du mich hören? Wir haben gerade zwei Störschiffe auf dem Weg zu euren Koordinaten erledigt. Wie ist die Lage? Gani und Kyo sind in Schwierigkeiten. Wir müssen ihnen schnell helfen. Fliegt in Richtung Calvis. Los geht's. Okay, let's go. Ups. Wir haben nur noch eine Rakete am Start. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ja. Haben wir das auch. Sehr schön. Oh, da vorne geht's schon. Nah. Okay, dann machen wir das mal. Ah. Mann. Sicherheit.
allein geschafft. Ich bin ein bisschen zu schnell, merke ich. Komm her, komm her. Der ist auch weg. Okay, kann ich wieder Gas geben. Wow. Wow. Am Kampfen durchziehen, abschießen. Der nächste. So, easy. Wow. Nachschub anfordern. Wenn du Nachschub benötigst, kannst du einen Versorgungsdroiden von deiner Unterstützungssternjäger anfordern. Eine Versorgungsdroide hängt sich vorübergehend an dein Schiff, um deinen Rumpf zu reparieren und deine Waffen nachzuladen. Und wie macht man das? Mit Dreieck. Halt. Okay. Einfach so. Folge mir. Bin an deiner Seite. Wer ist Guni? Shit. Hier unten. Vanguard, ein imperialer Kreuzer, beschützt den letzten Störer. All diese Schiffe zu erledigen, wird kein Kinderspiel. Nicht solange der Kreuzer Raketen hat. Wir halten Gegenmaßnahmen bereit. Wie sieht der Plan aus? Wenn wir die Störer zuerst ausschalten, können wir die Temperance um Verstärkung bitten. Deshalb hast du das Sagen, Gunny. Vanguard 5, auf die Störer konzentrieren. Alles klar. Okay. Los geht's. Geh mal aus dem Weg. Erzette? Gegenmaßnahmen. Achso, mit Kreis, ja. Oh, das gefällt mir nicht. Ausgeklischen, Schilder hoch. So, ich brauche erstmal ein anderes Ziel. Das ist ja. Damn. Mach mal ein bisschen RAM hier. Den imperialen Störer, okay. Aua. Gut. Wieder runter. Irgendwie will das nicht so, wie es will. Au. Ich raff noch nicht so ganz, wo der Störer sein soll. Optional. Was ist optional? Ich hab nur drei Ziele. Das sind wahrscheinlich die kleinen dann, oder? Okay. Dann machen wir erstmal die kleinen hier. Fangen wir an.
Okay, also. Wir wechseln jetzt mal auf volle Leistung von Waffen. Hier gibt es keine feindlichen Jäger, es gibt nur noch die ganz großen Schiffe. Du bist jetzt sicher. So. Okay. So. Das war der letzte Störer. Die Kommunikation der neuen Republik ist wiederhergestellt. Commander Jake, wenn Sie mich hören, wir brauchen Verstärkung an meiner Position. Wir brauchen deutlich gar nicht. Hilfe ist unterwegs. Bombardiere dieses Schiff. Ganz genau, Kio. Vanguard, Verstärkung ist eingetroffen. Jetzt wird das Imperium leiden. Kreuzer zerstört. Nicht schlecht, Vanguard 5. So, abbremsen. Temperance, hier spricht die Vanguard-Staffel. Mission erfolgreich. Mit Sicherheit, Vanguard. Die Kommunikation im Sektor wurde wiederhergestellt. Ich wusste, dass ihr gut zusammenarbeiten würdet. Ich bin stolz, so eine starke Staffel kommandieren zu dürfen. Zurück zur Temperance. Danke, Commander Javes. Wir werden die gute Arbeit in der Kantine feiern. Los, verschwinden wir von hier, Vanguard. Ab nach Hause. Home, sweet home. Ich hab einen Riss. Ich muss so K-Glas. Weil K-Glas repariert. K-Glas tauscht aus. Ob das überhaupt sowas gibt. Volle Leistung, Team. Die erste Runde geht auf Frisk. Willkommen zu Hause, Vanguard. Ich fürchte, für Feierlichkeiten bleibt keine Zeit. Wir haben einen Besucher und eine Mission. Wird euch interessieren. Han Solo, oder wie? Ist er nicht Solo? So, erstmal nach Hause hier. So, Effizienzmedaille habe ich keine bekommen. Schade. Treuer Neuling, Chrompilot, der Verteidigungsbruch. Mission abgeschlossen. Medaille für langjährige Dienst. Langjähriges Dienst. Okay, na egal. Gut, Medaillen. Mission in 1. Mission 1 in 16 Minuten oder weniger abgeschlossen. Okay. Alles klar, aber das können wir dann wahrscheinlich später noch machen bei Mission Wiederholung etc. Ja, ich würde sagen, wir tun dann mal fortsetzen und dann schauen wir mal, was uns noch hier alles erwartet. Er speichert auf jeden Fall schon mal, das ist sehr schön. So, und somit sind wir wieder im Hangar. Wir könnten mit denen Gunny und Geo reden. Ansehen. Okay. Aha, Besprechung. Kann ich jetzt damit hier rumfahren oder wie? Hallo. Oh, okay. Nice. Gut, dann würde ich sagen, dann reden wir mal mit den beiden. So schnell wird sich das Imperium nicht wieder in unser Territorium wagen. Dank unserer neuen Pilotin. Ja, und dem Rest von uns. Das ist kein Wettrennen. Wir sind ein Team. Du hast recht, Garni.
aber trotzdem, echt gut geflogen. Wo wir gerade vom Fliegen reden, das erinnert mich an das Drachenlochrennen vor ein paar Jahren. Hast du dir das angesehen, Kyo? Klar, hab das ganze Rennen im Holonet mitverfolgt. Ja, ich auch. War von Anfang bis Ende mit dabei. Aber ich weiß nicht mehr, wer gewonnen hat. Ich glaube, das war einer von den Ash-Zwillingen. Nein, warte. Dallin Vuk. Ja, der war es. Mann, der hatte es damals echt drauf. Die einzige Person, die ihm das Wasser reichen könnte, ist Kyo. Ach, hör auf. Dallin Vuk hat 9 Meisterschaftstitel. Ich habe gerade mal 5. So unterhaltsam das Thema auch ist, Commander Javes meinte, jemand Besonderes wartet auf uns im Besprechungsraum. Ah. Finden wir heraus, was als nächstes ansteht. Okay, ja. Also wie gesagt, die Gespräche sind sehr komisch gelegt halt. Also wenn man sich überlegen tut, wenn man die Charaktere mal ausblenden tut und nur hinhört, dann hört sich das gut an. Wenn man die Charaktere sieht, aber wie die dann einfach nach jeder Audiodatei im Endeffekt oder Sprachdatei dann plötzlich so stehen bleiben. Warte auf die nächste Datei. Ja, da war ja noch was. So, das hört sich noch ein bisschen komisch an, finde ich. Also es ist mein Eindruck und der ist sehr stark. Es sind keine flüssigen Gespräche, wie man so auf dem neuesten Niveau heutzutage gewohnt ist. So, wir gehen mal einfach mal ins Cockpit. Können wir mal da uns auch noch entscheiden. Da waren wir eigentlich schon mal, aber naja, egal. Gut, wir können ja noch woanders uns sehen, anscheinend. Checken wir mal. Dann da. Von hinten. Okay, was gibt's denn noch hier so Schönes? Ich will den da fliegen, das sieht interessant aus. Nee, den habe ich ja selber. So, hier ganz oben. Oh, sehr schöne Aussicht hier. Hallo! Okay, gut. Alles klar, dann gehen wir wieder zurück. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir dann in das Besprechungsraum gehen und mal schauen, wer uns da erwartet und wer es ist. Das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge herausfinden. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch einschalten tut in die Nummer 4 von Star Wars Squadrons. Und dann würde ich mich freuen, wie gesagt, wenn ihr auch mal einen Daumen nach oben lasst. Denn liken, kommentieren, abonnieren, euer Feedback ist wichtig. Denn Support ist kein Mod. Und somit verabschiede ich mich hiermit mit dieser Folge mit Star Wars. Mein Name ist Christian Ischi 3000. Wiederschauen und reingehauen. Ciao.